Fünfmal hat die Viktoria in dieser Saison bisher nicht gewonnen. Jetzt steht der sechste Spieltag an und Viktoria Köln trifft auf den SC Freiburg 2. Wie Aaron Berzel, Spieler der Viktoria, diese Begegnung tippt und was er sagt, wie die anderen Partien ausgehen werden, das erfahrt ihr hier in unserem Video. 2-1 für Halle, weil ich glaube, dass sie einfach mit der Art und Weise, wie sie Fußball spielen, die Ferder Spielweise gut unterbinden. 1-1, Zwickau sehr kampfbetont und ich glaube, da wird sich Lautern schwer tun. Schwieriges Spiel, ich glaube aber, dass die Löwen aus München 2-1 gewinnen werden, weil sie leider mit dem Sieg gegen uns, glaube ich, jetzt ein bisschen so eine Aufbruchsstimmung vielleicht entfacht haben. Denke ich, wird Wiesbaden für sich entscheiden, weil sie das aktuell sehr souverän machen und zum richtigen Zeitpunkt die Tore machen. 0-2 für Osnabrück, weil ich glaube, auch die spielen sehr, sehr guten Fußball und werden das Spiel gewinnen. 1-3, weil der Waldhof das auch die letzten Spiele sehr souverän gespielt hat und die, glaube ich, eine sehr gute Rolle auch die Saison spielen können. Tippe ich auf ein 3-1 für Borussia Dortmund, weil ich glaube, die Jungs, die werden ganz befreit aufspielen, weil sie einfach keinen Druck verspüren und ich glaube, in Duisburg ist da ein bisschen mehr Druck am Kessel. Es wird ein 0-2, weil ich glaube, Saarbrücken hat einfach auch ein Lauf und Würzburg eben auch, aber ein Negativlauf. Dementsprechend glaube ich, wird Saarbrücken das für sich entscheiden. Das wird ein 2-0 für Meppen, weil ich glaube, dass sie einfach mit der Erfahrung, die sie an den Tag legen über die letzten Jahre oder auch mit den Spielern, die jetzt schon länger in der Liga spielen, TSV Havelse dann doch überlegen sind. Wir werden 2-0 gewinnen, weil wir sind jetzt einfach mal dran und werden uns für die harte Arbeit belohnen. Das waren also die Tipps von Aaron Berzel. Was denkt ihr, wie die Partien ausgehen? Schreibt es uns in die Kommentare. Die